Bevor Sie mit den stylischen Forever Heiß Prägefolien Ihre Druckmotive aufwerten, müssen Sie erst gemäß der beiliegenden Verarbeitungsanleitung einen Forever Dark No Cut Low Temp Transfer in der Farbe Schwarz anfertigen. Legen Sie nun die A-Folie mit der bedruckten Seite nach oben, mittig auf der vorgeheizten Basisplatte ab. Legen Sie das leicht kleinere B-Papier zentriert darüber und falten Sie eine kleine Ecke, die Ihnen später den Trennvorgang erleichtert. Decken Sie vorsichtshalber zum Schutz der Heizplatte mit einer Lage Silikonpapier ab. Entfernen Sie das Silikonpapier und ziehen Sie das B-Papier langsam diagonal im flachen Winkel von der A-Folie ab. Um Motivbeschädigungen vorzubeugen, verringern Sie die Zugkraft gegen Ende. Es sollten keine Tonerrückstände auf dem B-Papier zu erkennen sein. Textilien sollten zum Entfernen der enthaltenen Feuchtigkeit sowie zum Glätten der Textilfasern kurz angepresst werden. Dadurch verbindet sich später der Schmelzkleber der Transfers deutlich besser mit der textilen Oberfläche, wodurch die Waschbeständigkeit gesteigert wird. Bevor der Transfer übertragen werden kann, sollten Sie den vom B-Papier zurückgelassenen weißen Kleberand großzügig mit einer Schere entfernen. Es dürfen keine Rückstände übrig bleiben. Richten Sie den Transfer mit Hilfe Ihrer Handfläche aus. Decken Sie anschließend wieder mit einer Lage Silikonpapier ab. Entfernen Sie das Silikonpapier, nehmen Sie das Textil vorsichtig von der Basisplatte und legen Sie dieses auf einer kühlen Tischplatte ab. Das Einklappen der Seitenteile erleichtert den Transport, was besonders schonend für den noch warmen Transfer ist. Entfernen Sie die A-Folie erst, wenn sich die Temperatur der Textilie an die der Tischplatte angeglichen hat. Achten Sie beim Abziehen wieder auf einen flachen Winkel oder rollen Sie die Folie mit der flachen Hand ab. Der Transfer ist nun zur Veredelung mit der Heißprägefolie vorbereitet. Heißprägefolien werden immer als Rollenware geliefert, schneiden Sie sich davon ein ausreichend großes Stück ab und nehmen Sie zur Sicherheit nochmals Maß. Keine Sorge, die Partikel der Heißprägefolie haften ausschließlich am Tonertransfer. Platzieren Sie nun die Heißprägefolie mit der silbernen Seite nach unten auf dem zu veredelnden Bereich und decken Sie anschließend mit einer Lage Silikonpapier ab. Der Anpressdruck muss nun höchstmöglich eingestellt werden. Nehmen Sie vorsichtig das Silikonpapier ab und falten Sie die Seitenteile des Textils zum Transport ein. Lassen Sie das Textil auf einer kühlen Tischoberfläche abkühlen und entfernen dann die Heißprägefolie. Ein Nachpressen ist nicht erforderlich. Die durchschnittliche Haltbarkeit beträgt nun 25 bis 30 Waschgänge bei 40 Grad.